Hallo, herzlich willkommen bei Top in Heels. Wir sind heute hier im Schuhimperium beim Salamander auf der Kärntner Straße 5 in Wien. Hier gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene High Heels und wir haben für dich die wichtigsten herausgefunden für deinen High Heels Schuhguide. Da, wo du einfach sehen kannst, welche Arten von High Heels gibt es überhaupt und wann ist welcher Schuh passend und geeignet und vor allem, in welchen Schuhen eignet es sich, das High Heels Laufen überhaupt zu beginnen, wenn du noch nicht so geübt bist und wo kann ein schon die absoluten Profis ran. Viel Spaß damit! Hier haben wir einen super Blockabsatz, ein klassischer Blockabsatz. Diese Art von Schuh wird auch Dorsey-Schuh genannt. Es ist hier an der Seite offen. Es gibt ja auch eine zweite Variante, nämlich dass er eben nur auf einer Seite geöffnet ist. Durch den Blockabsatz einfach ideal auch für die Stadt. Wenn du auf Stadtböden unterwegs bist, speziell in der Innenstadt, wo vielleicht Pflastersteine sind oder du mal auf Überschotterwege musst, dieser Blockabsatz hält es aus und hält dich auch in Balance und ist ein super eleganter Schuh einfach für viele Gelegenheiten. Hier ist ein klassischer Slingback. Der Absatz ist nicht ganz so hoch, was natürlich empfehlenswert ist, wenn man jetzt nicht sich immer an wahnsinnige hohe High Heels herantasten möchte. Jedoch ist dieser Pfennigabsatz hier nicht zu unterschätzen. Es ist einfach immer wieder schwierig, wenn man wo hängen bleibt, aber mit ein bisschen Übung und vor allem auf ebenen Untergründen ist das gar kein Problem. Wir sind hier beim sogenannten Kitten Heel. Er hat hier hinten einen Backsling und ist einfach mit einem ganz kleinen Absatz, nur es ist wieder ein Pfennigabsatz, das heißt nicht zu unterschätzen. Vorne haben wir eine sehr, sehr hübsche Fußspitze, ein sehr eleganter Schuh, der aber auch zu vielen Anlässen passt. Kommen wir hier zu einem High Heel, der mehr vorgibt, als eigentlich dahinter steckt. Es ist nicht so schwierig, in einem so hohen Schuh zu gehen, einfach aufgrund dieses Plateaus hier vorne. Das Plateau erfordert zwar auch am Anfang vielleicht ein bisschen Übung und sollte es einmal, zweimal ausprobiert haben, aber es nimmt einfach von der eigentlichen Absatzhöhe schon einiges weg und dadurch erleichtert es für den High Heels-Träger einfach sehr das Leben, weil die Ferse gar nicht mehr so hoch ist. Hinten haben wir wieder diesen Backsling. Natürlich von der Stabilität her braucht es auch hier ein bisschen Übung, schauen, dass der Schuh wirklich gut passt. Wir haben jetzt hier eine Open Toe Stiefelette. Ist wie gesagt vorne komplett geöffnet und hat auch hier ein schönes Muster, eine schöne Musterung, ein paar Löcher drinnen. Hat auch natürlich hier den Blockabsatz. Das ist einfach ein bisschen mehr Sicherheit als ein zu dünner Absatz und man geht darin wirklich sehr bequem. Ist für Einsteiger ein perfekter Schuh, weil aufgrund dieser Stiefelette man einfach noch mehr Halt im Schuh hat. Hier haben wir einen sogenannten T-String, das heißt, es ist wie ein T vorne verschlossen. Erinnert ein bisschen an einen Tanzschuh, ist wunderschön und eignet sich auch sehr gut dadurch, dass hier kein Plateau ist und es sehr weich vorne ist, hat man auch eine gute Beweglichkeit im Fuß. Es braucht schon ein bisschen Übung, weil der Absatz natürlich hier sehr, sehr dünn ist und auch ein bisschen hineingeht. Aber für, ich sage jetzt mal, mäßig fortgeschrittene High-Heels-Trägerinnen ist es ein super, super schöner Schuh. Hier haben wir einen ganz extravaganten Schuh. Er ist hier mit so einem X-Verschluss vorne und auch noch zum Schnüren. Hat eine Spitze vorne und hinten einen relativ dicken Absatz, der sehr bequem zu gehen ist. Ist wirklich, sage ich mal, für vielleicht nicht ganz Einsteiger, aber für dann schon Leute, die schon öfter in High Heels gegangen sind, gar kein Problem mehr. Hier haben wir wieder einen Pump, allerdings einen mit vorne dem sogenannten Peep Toe. Das heißt, man sieht ein kleines bisschen etwas von der großen Zehe bzw. auch von der zweiten Zehe. Wichtig darauf zu achten ist, dass die Füße immer pedikürt sind. Das sieht jetzt nicht in erster Linie nach einem High Heel aus, es ist aber tatsächlich ein integrierter Wedge hier drinnen. Also hier wirklich ein Keilabsatz, ist sehr, sehr elegant. Finde ich eigentlich als Sportschuh, also nicht ein klassischer Sportschuh. Macht natürlich auch, wenn man durch die Stadt geht, ein super Bild, verlängert das Bein und ist ja, ein super toller Turnschuh. Das war jetzt ein klassischer Mule-Schuh. Ich habe hier hinten eben ein offenes, es ist einfach einer zum Hineinschlüpfen. Die Höhe ist schon relativ hoch, das heißt auch hier muss man wirklich beachten, man hat jetzt nicht den perfekten Halt in diesen Schuhen, also unbedingt darauf achten, dass man gut geht, vorher ein bisschen übt, weil einfach die Ferse immer wieder abgehoben wird und wieder aufgesetzt wird. Kommen wir zum sogenannten Keilabsatz oder auch diese Wedges genannt. Das sind sehr, sehr moderne Schuhe, auch
in der jetzigen Saison, sind allerdings zum Gehen nicht ganz so einfach, wie es vielleicht aussieht. Also dadurch, dass man einfach mit dem Fuß nicht mehr gut am Boden abrollen kann, erfordert es einfach schon ein bisschen Geschick und sehr viel Körpergefühl. Sie sind sehr bequem, super Sommerschuhe. Und haben auch vorne in dem Fall hier diese Peep Toes, das heißt, dass nur ein bis zwei Zehen zu sehen sind, aber super schön, um auch die frisch pedikürten Füße vorzuführen. Hier hätten wir einen sogenannten Mary Jane Schuh, weil er hier diesen Sling hier vorne hat, vorne auch geschlossen, mit Blockabsatz ebenso, ideal, ich sage jetzt mal, für mäßig Fortgeschrittene oder so Einsteiger bis Fortgeschritten, durch die geschlossenen Zehen auch für Abende perfekt geeignet. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Stiletto, das ist der sogenannte Pfennigabsatz hier, also ein sehr, sehr dünner Absatz, nur das ist schon ein bisschen herausfordernder. Also es ist ein super eleganter, sehr, sehr schicker Schuh, jedoch braucht es hier ein bisschen Übung und speziell, ich sage jetzt mal, für unebene Untergründe, man bleibt halt hier relativ leicht hängen oder braucht einfach ein bisschen Übung und die richtige Technik dazu. Hier haben wir den ganz klassischen Pump mit sehr hoher Ferse, ein kleines Plateau nur hier, das macht es natürlich wieder ein bisschen einfacher, vorne auch wieder mit rund geschlossen, jedoch erfordert es hier schon ein bisschen Geschick und ein bisschen Können, also hier ist nicht unbedingt der, sage ich mal, das Einsteigermodell.